Die meisten am Anfang sind immer so, wie bei allen Kursen tatsächlich, die sagen immer so, wow, das schaffe ich gar nicht und hier so schnell und alles und so. Und dann sagst du, nee, Manzo, komm mal einfach mal gucken. Und wir versuchen denen vorher schon immer die Angst zu nehmen. Wir sagen natürlich, Manzo, ihr könnt jederzeit, ihr könnt einen Break einbauen, ihr könnt wieder mit einsteigen und probiert erstmal aus und tastet euch ran. Und tatsächlich ist jede Erwartung, also jede am Ende die Reaktion von den Leuten, ist tatsächlich einfach, boah, die kommen zum Kurs und sagen, geil, man so hätten die gar nicht so erwartet, wie viel Bock das tatsächlich macht, aber auch wie anstrengend das dann trotzdem dann wirklich ist von der Bewegung her. Aber was wirklich auch alle gesagt haben, dass der Kurs super schnell, also vom Zeitgefühl, super kurzweilig ist und richtig schnell vorbeigeht. Also es ist kurz anstrengend und dann aber nach dem Cooldown und so sind die wieder total entspannt und haben einfach mega Spaß gehabt. 6, 7, 8. So, was geht ab, ihr Lieben? Ich bin's wieder, Peter, heute hier mit Daniel am Start zu einem neuen Jahr Erfahrungsbericht und mehr. Das kann ich euch schon versprechen, dass Daniel da auch ein paar Dinge zu sagen hat, die jedem da draußen helfen werden, was das Thema Community Building angeht. Ich hoffe, der Daniel weiß, was auf ihn zukommt. Daniel, was geht ab? Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir anfangen, stelle ich einfach ganz kurz vor, vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Gattin, deiner Frau, weil ihr das ja ein bisschen auch zusammen macht und da wird mich natürlich im späteren Verlauf auch noch eine Menge interessieren, wie ihr das zeitlich alles unter einen Hut bekommt. Aber ich schieße erstmal los. Ja, hi zusammen. Ich bin Daniel, bin 36 Jahre alt, bin jetzt im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit. Also ich bin selbstständiger Personal Trainer und mache auch Kursprogramm nebenbei. Genau, mit meiner Frau direkt zusammen. Also wir haben das, meine Frau ist jetzt wirklich seit letztem Jahr immer mehr mit dazugekommen. Die hat jetzt auch eigene Kurse gemacht, arbeitet tatsächlich noch selber im Angestelltenverhältnis. Aber so nach und nach ziehen wir jetzt unser Studio und unsere Kurse und so weiter ein bisschen mehr auf, sind seit Anfang diesen Jahres auch offizielle Hitze-Wie-Trainer, haben unsere Ausbildung jetzt gemacht im März in der Vorortausbildung und erweitern jetzt so nach und nach unser Kursprogramm und ja, starten halt immer weiter so ein bisschen durch damit halt, ne? Ja. Geil, geil. Bevor wir zu, mit Hitze-Bee zu sprechen kommen, würde mich ja gerne interessieren, war schwer, Fuß zu fassen, ne, in der Group-Fitness-Branche ganz am Anfang? Wie hast du das gemacht? Von null auf gleich, nebenbei? Erzähl mal ein bisschen. Also tatsächlich war das bei uns wirklich so, das ist wirklich nebenbei tatsächlich entstanden. Also wir hatten das Glück, also ich habe selber immer Sport gemacht, also wirklich Ausdauersport. Ich habe früher vom Triathlon zum Marathon und so weiter, weil Ultraläufer Ausdauersport und habe halt, ich war immer so ein bisschen, ja, unbefriedigend in meinem normalen Job. Also ganz normal Büroangestellter, aber wir auch immer so ein bisschen nebenbei gejobbt und keine Ahnung und alles. Und habe halt durch meinen Sport oder durch meinen Spaß am Sport bin ich so ein bisschen dazu gekommen, hey, du kannst auch vielleicht ein bisschen Kohle damit verdienen, so ganz nebenbei, weil wir dann so mit Laufkursen ein bisschen angefangen sind, so auf der Arbeit so den Leuten ein bisschen so das Laufen näher zu bringen. Und ja, dann habe ich dann neben der Arbeit tatsächlich ein Studium gemacht mit den ganzen Trainerlizenzen. Habe dann wirklich draußen vor ziemlich genau 3 Jahren, ja, ein bisschen länger, haben wir draußen ganz normale Functional-Kurse gemacht. Die waren ruckzuck, waren die voll, die Leute hatten Bock da drauf. Und dann kam halt nach und nach so ein bisschen mehr dazu. Da kam ein Laufkurs dazu, dann kam noch ein weiterer Kurs vormittags dazu. Durch einen weiteren Zufall, wir wohnen hier in Sonsbeck, das ist so ein ganz kleines Dörfchen tatsächlich, da wurde uns von einer anderen Trainerin ein Studio angeboten nach einem Jahr. Und ach, davor noch sogar. Also wir haben davor, habe ich sogar einen alten Schulfreund. Nach 15 Jahren haben wir uns wieder irgendwie über Insta, Facebook, wie auch immer, haben wir uns getroffen. Und weil der in der Nachbarstadt ein Fitnessstudio aufgemacht hat, ganz normale Fitnesskette. Und dann haben wir uns irgendwie wieder getroffen, ewig lange unterhalten, weil wir uns einfach 15 Jahre nicht mehr getroffen haben, gute Freunde gewesen sind damals. Und wir sind ganz normal auseinandergegangen. Und einen Abend oder am selben Abend haben wir nochmal irgendwie telefoniert und haben gesagt: Hör mal, eigentlich wäre das doch doof, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden. Und irgendwie bin ich dann da als Studio, indirekte Studioleitung, erst Fitnessflächentrainer gewesen, ein Jahr lang und habe aber nebenbei meine Kurse und so weiter dann doppelt aufgezogen, was natürlich nicht so super easy war. Und dann kam dann später halt das angebotene kleine Studio, das Mikrostudio dazu, wo wir dann mit der kleinen Räumlichkeit dann wirklich immer weiter die Kurse aufgebaut haben. Und so ist das dann tatsächlich entstanden. Also bis wir dann wirklich gesagt haben,
Jetzt sind wir im dritten Jahr, also das zweite Jahr jetzt offiziell komplett selbstständig, also ich zumindest. Und meine Frau rutscht halt immer mehr da rein. Also tatsächlich haben wir Also immer, aus dem also Angestelltenverhältnis raus jetzt. genau, ja, also wir haben es wirklich Step by Step gemacht, weil wir gesehen haben, all das, was wir haben immer einen Kurs mehr, haben geguckt, yo, das funktioniert, wieder ein Stück weiter, haben und, gesagt, die Leute haben Bock und wir haben das immer wieder Stück für Stück immer so ein bisschen mehr gemacht und haben gesagt, das läuft, das ist richtig geil. Und dann sind wir dann zum Schluss noch einmal gesagt, hör mal, yo, wir machen jetzt einen Cut und machen komplett nur unser Ding, beziehungsweise am Anfang halt mehr meins, wobei meine Frau halt immer dazugehört, ne? Also die immer im Hintergrund, auch mit den Kindern und so weiter. Also die hat uns öfter mal schön den Rücken freigehalten und jetzt halt aktiv auch immer mehr mit reinrutscht. Und ja, so haben wir es halt nach und nach immer ein bisschen weiter aufgezogen. Geil, das hört sich ziemlich nach Spaß, nach Leidenschaft an Total. und natürlich dann auch Erfolg, ne? Also kann man in alle Richtungen definieren, Erfolg, aber du hast glückliche Teilnehmer, volle Kurse, viele Total. Kurse, es Ja. läuft. Wieso dann noch Hit the Beat? ja, Hit the Beat war einfach, wir haben so überlegt, wir haben Functional-Kurse, wir haben Gesundheitskurse, wo wir halt Rücken, Core stärken und so, also ein bisschen variantenmäßig. Wir versuchen halt immer das breite Spektrum zu machen. Wir wollen halt wirklich alle Teilnehmer abholen, genau bei dem Level, wo die gerade sind und die da dann wirklich abholen und weiterentwickeln. Also jeden Einzelnen auch für sich. Wir wollen nicht, dass der eine besser ist als der andere und es gibt kein Konkurrenzdenken bei uns auch in den normalen Kursen. Und meine Frau hat tatsächlich über Facebook dann irgendwann mal Hitzebeat gesehen und hat da gesagt, ey, guck dir das mal an. Geil, ne? Macht richtig Bock, Musik ist cool und die Leute haben Bock. Und fand das auch direkt voll genial, auch von der Idee her, weil tatsächlich, also genau das ist, was wir gerne machen. Ich mache super gerne funktionelles Training, mehrere Muskelgruppen gleichzeitig und durch das Level-System, was eben bei Hitzebeat ist, kann man auch tatsächlich wirklich jeden, also jedem ist das möglich, den Kurs halt auch zu machen. Das war eine passende Ergänzung zu uns, weil auch Musik und so weiter, klar, wir haben Musik im Hintergrund laufen, aber die ist nicht Bestandteil des Kurses halt. Und ja, da war die Überlegung tatsächlich nicht mehr so ganz groß, das dann eben halt noch als Ergänzung dann reinzunehmen dann. Geil. Und du bist ja frisch gebackener oder ihr beide Trainer, Trainerinnen. Konntet ihr schon einen Kurs geben oder kamt ihr noch gar nicht dazu? Ja, also wir haben bei dem Daniel vor Ort damals in Herne im März haben wir die Ausbildung gemacht und wir haben vorher schon, also dadurch, dass wir ein laufendes Kursprogramm haben und eine laufende Community quasi eh schon am Start haben, haben wir das ganz clever gemacht. Wir haben am Anfang einfach zwei bestehende Kurse genommen und haben gesagt, jo, wir machen jetzt anstatt normalen Kurs, machen wir jetzt Hit the Beat, haben denen natürlich vorher erklärt, was das ist. Und haben gesagt, man so, probiert das aus und hatten da natürlich dann zum Probetraining, das erste Probetraining. Waren über 30 Leute da. Wir haben natürlich vorher auf Insta schon vor den Ferien schon richtig gepostet, Werbung gemacht und damit auch neue Leute schon in die Kurse reinbekommen. Und ja, so sind wir dann ganz schnell an das Probetraining rangekommen. Und wir sind seit einem Monat, also wirklich jetzt genau seit einem Monat, machen wir Kurse, zweimal die Woche. Und die laufen halt auch super gut von Anfang an. Geil. Kannst du mir sagen, was die Teilnehmer sagen? Was ist deren Feedback? Die meisten am Anfang sind immer so, wie bei allen Kursen tatsächlich, die sagen immer so, wow, das schaffe ich gar nicht und hier so schnell und alles und so. Und dann sagst du, nee, Matze, komm einfach mal gucken. Und wir versuchen denen vorher schon immer die Angst zu nehmen. Wir sagen natürlich, Matze, ihr könnt jederzeit, ihr könnt einen Break einbauen, ihr könnt wieder mit einsteigen und probiert erstmal aus und tastet euch ran. Und tatsächlich ist jede Erwartung, also jede am Ende die Reaktion von den Leuten, das ist tatsächlich einfach, boah, die kommen zum Kurs und sagen, geil, man so hätten die gar nicht so erwartet, wie viel Bock das tatsächlich macht, aber auch wie anstrengend das dann trotzdem dann wirklich ist von der Bewegung her. Aber was wirklich auch alle gesagt haben, dass der Kurs super schnell, also vom Zeitgefühl, super kurzweilig ist und richtig schnell vorbeigeht. Also es ist kurz anstrengend und dann aber nach dem Cooldown und so sind die wieder total entspannt und haben einfach mega Spaß gehabt. Geil, freut mich mega zu hören. Finde ich schön, dass er so gut ankommt bei euch und ihr das so gut weitergeben könnt und da eure Energie natürlich mit eine sehr große Rolle spielt. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, ne, für viele Leute da draußen. Übrigens könnt ihr Daniel unten folgen. Hier auf Instagram verlinke ich euch später alles. Dann könnt ihr gerne auch auf seinen Instagram-Kanal mal schauen und das Konzept und ihn vor allem kennenlernen und die ganze Familie. Wie macht man das? Wie wird man erfolgreicher, selbstständiger Coach, Trainer? Wie macht man das? Weil das ist nicht, ich bin ehrlich, das ist nicht so einfach, da auf einmal 5 Kurse zu haben die Wochen oder 8 oder 7, dann alle voll.
Worauf kommt es an? Was kannst du den Leuten da draußen sagen, wenn die so ein ähnliches oder in diese Richtung leben wollen, ein Leben aufbauen wollen wie ihr oder wie du? Also tatsächlich, also ich glaube, das richtige Rezept dafür gibt es, glaube ich, nicht. Weil bei uns ist das wirklich aus erstmal tatsächlich wirklich nur Laune heraus entstanden. Aber man muss einfach wirklich voll dabei sein. Also bei uns, bei mir, bei meiner Frau merkt man das genauso. Wir sind mit vollem Einsatz immer wieder dabei. Also wir kriegen von den Teilnehmern, von unseren Mitgliedern, kriegen wir immer wieder, und das freut mich einfach umso mehr. Immer wieder regelmäßig, auch wenn wir neue Sachen anbieten oder immer auch wenn wir andere laufende Sachen haben, wir bekommen immer wieder das Feedback, wie geil das einfach bei uns finden und wie die merken, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Spaß wir selber dabei sind. Also tatsächlich glaube ich, wenn du wirklich dabei bist, mit dem ganzen Herzen und voll Bock auf sowas hast, dann nimmt dir das auch jeder Kunde, Mitglied oder wie auch immer, nimmt dir das sofort ab und ist sofort begeistert von dir selber auch und will sofort einfach mitmachen, ne? Also das ist auch das, was uns antreibt. Und was ich persönlich noch am geilsten finde, ist einfach, dass ich meine eigentliche Arbeit gar nicht mehr mit Arbeit verbinde. Also ich bin immer so, zwar volle Kurse und immer on fire, die Leute voll peitschen und so weiter, aber es macht einfach richtig Bock. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich. Ja, das spricht mir auch so aus dem Herzen, wenn man etwas findet, wo man eine Leidenschaft für sich selbst entdeckt, das Ganze Ja. Spaß macht, das spüren dann die Leute. Und anscheinend ist das so bei euch. Ja. Geil, geil. Und jetzt haben wir uns ja auch vor Fibo nochmal zusammengeschlossen und jetzt gehst du ja sogar noch weiter, sage ich mal, noch in einen kleinen anderen Bereich der Selbstständigkeit, um halt auch Richtung Expertenstatus zu gehen, Leute quasi auch eins zu eins zu betreuen, diese dann an ihr Ziel zu bringen. Wieso? Warum nochmal ein weiterer Sprung in der Karriere? Was ist da dein Ziel? Es ist zum einen natürlich eine Herausforderung einmal an mich selbst oder an mich halt selbst, weil ich mich dadurch natürlich oder erhoffe, dadurch nochmal so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, und tatsächlich erreicht man so viel, viel mehr Leute einfach noch, ne? Also unsere Möglichkeiten hier vor Ort sind einfach so ein bisschen begrenzt. Und wir hoffen uns natürlich dadurch einfach noch ein bisschen mehr Leute zu erreichen, die wir dann eben halt bei ihren Zielen dann einfach noch mal ein bisschen unterstützen können. Also noch mehr unterstützen können als das, was wir jetzt eben halt schon so ein bisschen machen. Geil, quasi auch außerhalb eurer Region das Ganze digital Genau. ortsunabhängig zu machen. Da Ja. freue ich mich auch schon drauf, Ja, ich auch. Bin gespannt. da bald gemeinsam zu starten und euch nochmal ja, aufs nächste Level zu bringen in der Karriere, Selbstständigkeit, auch finanziell und vielleicht noch ein, Das wäre und auch ein Punkt. nochmal selbstbestimmteres Leben zu führen, ne? Da selber sich die Zeit einteilen zu können. Und noch eine geile Frage finde ich an dich. Ich spreche mit sehr vielen Menschen, natürlich, ich berate die, egal ob es jetzt die Ausbildung ist, vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit oder überhaupt sich nochmal 100% auf die Selbstständigkeit zu fokussieren. Und da spielen Ängste eine große Rolle. Ne? Die haben Angst anzufangen, klappt das nicht? Warum hast du keine Angst? Warum hast du das gemacht? Also tatsächlich hatte ich auch Angst. Also Selbstständigkeit ist ja so ein Ding, man ist total abhängig von sich selbst, aber man muss sich einfach, also selbst vertrauen und einfach den Schritt gehen. Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Also wenn man mit wirklich viel Bock und natürlich muss man eine Grundidee haben und das auch halbwegs vernünftig angehen, vielleicht auch Hilfe holen in dem Bereich, aber wenn man doch irgendwie was machen möchte, wenn man unzufrieden mit sich selbst ist, irgendwas verändern, also man muss ja was verändern dann an dem Punkt, ne? Und wir waren für uns oder ich für mich war irgendwie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, also nee, ich will nicht, bis ich 50, 60 bin, einfach irgendwie im Büro sitzen oder irgendwie sonst, das ist nicht meins. Und ja, wir haben uns da wirklich, klar haben wir am Anfang Angst gehabt, aber man muss einfach mal den Mut haben, das einfach zu machen. Also einen Schritt zurück kann man immer noch irgendwie gehen, im schlimmsten Falle. Ja, Mut ist ein gutes Stichwort, ne? Mut, auch sich selbst zu verwirklichen, finde ich schön, dass ihr diesen Weg geht. Bin gespannt, was dann noch alles auf uns zukommt. Und dann würde ich noch gerne wissen, die Hit the Beat-Ausbildung, die habt ihr jetzt hinter euch gebracht, beide zu zweit. Warum sollten andere auch diesen Weg gehen? Warum sollten sie es ausprobieren, aus Teilnehmersicht, aus Trainersicht? Ist das etwas, was nochmal einen Schritt Richtung Entwicklung geht, Vielseitigkeit, also was wären deine Gründe jetzt, jemandem anderen die Ausbildung nahezulegen, nachdem du selber ja den Prozess durchlaufen hast?
Also wenn man wirklich überlegt, die Ausbildung zu machen, also für uns selber hat es den Mehrwert natürlich gehabt. Einmal, also wir haben die Ausbildung vor Ort gemacht. Super geil, weil man vor Ort natürlich auch super viel mitnimmt von den Mastertrainern, die da eben halt vor Ort nochmal gezielt auf die Übungen eingehen können und so weiter. Man lernt sehr, sehr viel über sich selbst und über seine Grenzen tatsächlich auch kennen. Also ich möchte nicht behaupten, dass ich unfit bin, aber die 4 Tage Ausbildung. Also, da hat schon ganz schön reingehauen tatsächlich. Aber es hat mega viel Spaß gemacht, war eine geile Erfahrung, auch Grenzerfahrung, tatsächlich auch so muskulär, körperlich so ein bisschen sich zu pushen. Aber nur, dass wir jetzt in der Ausbildung schon einfach mitgenommen haben, wir haben mit den Teilnehmern, die jetzt da waren, also die mit uns zusammen auch die Ausbildung gemacht haben, da fand während der Ausbildung und auch jetzt noch, also wir tauschen uns tatsächlich jetzt immer noch super viel aus. Wir kamen natürlich so ein bisschen aus derselben Ecke. Wir haben da immer so ein bisschen Austausch. Einige haben ein bisschen noch, die brauchen ein bisschen Hilfe dabei. Wir haben so, hör mal, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Das hat uns tatsächlich noch super viel gebracht. Das fand ich zum einen auch ganz cool. Und ja, die Ausbildung an sich, also die Thematik Hitzebeat ist einfach geil, ne? Also der Kurs macht einfach Bock. Den Kurs zu geben macht mega Bock. Also ich habe vorher schon vor der Ausbildung mega Bock gehabt dazu. Und jetzt, wo wir die Kurse machen, mit jedem Kurs, den wir immer mehr geben, ist einfach so, ah, du bist so als Trainer so richtig on fire die ganze Zeit. Also es macht richtig Spaß. Also wirklich, kann ich wirklich, wenn jemand überlegt, wirklich nur empfehlen. Also geile Erfahrung. Geil, geil. Freut mich mega zu hören. Das macht mich mal happy, da bin ich mal dankbar. Kommen die Gefühle hoch, die Seele lacht. Ne, ich finde das schön, dass ihr das vor allem weitergibt an die Leute, weil ohne Ja. euch wäre Hitgebiet nicht da, wo es ist, und hoffentlich wird es noch größer. Und ich würde gerne dir mehr oder weniger das Abschlusswort überlassen. Wenn jemand auch Bock hat, in die Selbstständigkeit zu gehen nochmal, wieso sollte er das tun? Was hat dich jetzt am Ende erfüllt? Warum lohnt es sich, dieses Risiko einzugehen? Also für mich war am Anfang tatsächlich, wie gesagt, also wenn man wirklich so unzufrieden ist und irgendwie Bock hat, was zu machen, egal ob es jetzt Sport oder irgendwie sonst was ist, man muss einfach sich trauen. Also es lohnt sich einfach so sehr, weil man ist zum einen unabhängig, man ist für sich selbst verantwortlich und man kann wirklich das machen, wo man wirklich Bock drauf hat. Also ich oder wir in unserem Fall, wir bieten zum Beispiel auch nur Sport bzw. Kurse an, wo wir Bock drauf haben. Wir machen nichts, wo wir keine Lust drauf haben und das so ein bisschen Unabhängigkeit. Natürlich ist man so ein bisschen nonstop erstmal am Energie reinstecken und so weiter. Aber in den letzten 3 Jahren, ich bereue keinen einzigen Moment, wo wir das gemacht haben. Also es ist wirklich einfach nur, es macht einfach jeden Tag. Ich gehe jeden Tag, stehe ich gerne auf und ich gehe jeden Tag gerne ins Studio und ja, pusht die Leute einfach mega. Ne? Das macht einfach mega Bock. Geil, Daniel, danke für die offenen Worte. Ne? Also könnt euch gerne ein Beispiel nehmen. Checkt unbedingt den Instagram-Kanal ab. Ich glaube, da kann man eine Menge lernen, wie sie mit der Community umgehen, wie sie überhaupt eine Community aufbauen, wie man das dokumentiert, von sich selber auch authentisch einfach da preisgibt. Weiter so. an alle anderen, die Bock haben, auch Teil dieser Community zu werden, hier unter dem Video in der Beschreibung, könnt ihr einfach auf den Link klicken, euch durchklicken, euch gegebenenfalls bei mir melden, und dann sprechen wir selber über diese Thematik der Ausbildung, vielleicht auch das Business Mentoring. Da freue ich mich ja auch sehr, da mit Daniel die Zusammenarbeit zu starten. Habt einen geilen Tag oder einen geilen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Danke, Daniel, an deine Zeit Gerne, und gerne. dass du so offen hier über alles gesprochen hast. Wie gesagt, alle Infos über Daniel findet ihr auch unten drunter. Und ja, wir sehen uns. Bye, bye. 5, 6, 7, 8.